Ja, schönen guten Abend heute wieder mal zu einem Schurfix, der aufgrund der aktuellen Corona-Situation wieder unter besonderen Umständen stattfinden muss. Wir haben uns trotzdem entschieden, heute eine Live-Doppelkonferenz zu veranstalten, da es um ein sehr spannendes Thema geht, das vor allem hier auch Interdisziplinarität gefragt ist und die auch beim heutigen Vortrag präsentiert werden soll. Und ich darf zuerst einmal meine Kollegin vorstellen, Barbara Hallmann von der Universitätsklinik für Anästhesie am Klinikum und eine unserer treibenden Kräfte, was die Schockraumbehandlung von Patienten, Dokumentation, QM, alles rundherum betrifft. Auch Expertin mittlerweile schon fürs deutsche Traumaregister, das sie ja auch seit vielen Jahren mit betreut. Und mein Name ist Paul Buchmann, ich bin von der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie und eben auch schon seit Jahren im Schockraum als Traumatologe tätig. Und wir haben uns gedacht, dass wir heute hier eben Punkt für Punkt eine typische oder ideale Schockraumversorgung einmal zeigen oder präsentieren wollen, auch die Schnittstellen zur Präklinik idealtypisch darstellen und jetzt einmal von Anfang bis zum Ende durch die theoretischen Grundlagen ein bisschen üben und dann am Schluss auch anschauliche Beispiele haben, wo wir zeigen können, wie solche Schockraumeinsätze eben optimalerweise ablaufen oder auch nicht. Diskussionsmöglichkeiten gibt es immer und da darf ich gleich verweisen auf die Möglichkeiten, die wir haben. Einerseits haben wir sozusagen unsere YouTube-Chat-Möglichkeit, auf der anderen Seite über Facebook und wir werden versuchen, dann auch gegen Ende unseres Vortrages auf die Fragen einzugehen. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Fragen, sodass wir doch alle beantworten können. Und im Anschluss dazu gibt es dann noch eine Session mit einer Radiologin, mit der Jasminka Igretz, die dann etwas über die radiologische Schockraumversorgung bzw. die Bildgebung um so einen Schockraumeinsatz herum erzählen wird. Ja, ich darf gleich einmal beginnen, bzw. die Barbara ist so nett und zeigt einmal die erste Folie, beziehungsweise klickt weiter. Dann darf ich auch einmal herzliches, einen schönen Abend von meiner Seite wünschen. Ich freue mich sehr, dass wir das heute wirklich als Doppelkonferenz machen, muss ich sagen, weil wir wirklich jetzt schon seit eigentlich 10 Jahren zusammen an dem Projekt arbeiten. Und möchte euch nur ganz kurz ein bisschen die Legitimation auch erzählen, warum wir uns da jetzt hinstellen können und schon ein bisschen was über durchwegs qualitativ hochwertiges Schockraummanagement präsentieren können. Wie gesagt, bei uns an der Klinik haben wir im Jahr über 1000 Schockraumalarmierungen, also wirklich Schockraumeinsätze, wo das gesamte Team alarmiert wird. Und was den traumatologischen Bereich dann davon betrifft, ist es schon so, dass wir über 300 Schwerverletzte im Jahr versorgen. Das heißt wirklich Patienten, die einen Injury Severity Score von mindestens 16 Punkten aufweisen, also wirklich schwerst verletzt sind. Die wirklichen Polytraumen, wie man sie kennt, mit wirklich mehrfachen Organverletzungen, die auch durchwegs physiologische Auslenkungen haben. Macht ungefähr ein gutes Drittel unserer Patienten aus. Das ist jetzt dann nicht so beträchtliche oder unbeträchtliche Anzahl eigentlich von Patienten, wenn man dort unten diese Grafik nämlich anschaut. Das ist aus dem jährlichen Bericht des Traumregisters heraus, wo wirklich Vergleiche mit dem gesamten deutschsprachigen Raum und allen Traumazentren aufgestellt werden. Und da sind wir eigentlich immer unter den Top 5, was alleine die Patientenanzahl betrifft, an Versorgungen von Schwerverletzten. Seit 2013 haben wir es dann auch geschafft, mit Vorbereitung, guter Vorbereitung, auch uns offiziell zertifizieren lassen zu können und seither jetzt eigentlich ein überregionales Traumazentrum und das auch zertifiziert und auditiert von der DGU. Was wir eben, wie gesagt, durch konstantes Qualitätsmanagement vorher schon geschafft haben, dass wir dorthin kommen und an dem wir natürlich auch hart weiterarbeiten. Was dieses Qualitätsmanagement uns auch gebracht hat, muss man ganz ehrlicherweise sagen, und das ist eine Zahl, auf die ich finde, glaube ich, sind wir alle relativ stolz, ist, dass wir es jetzt schon damit geschafft haben, dass wir seit 3 Jahren in Folge besser sind, als eigentlich unsere Patienten es uns zumuten würden. Es wird in diesem jährlichen Reporting gibt es auch Berichte, wo einfach ausgerechnet wird, wie wahrscheinlich ist es, dass die Patienten, die bei der Tür hereinkommen, aufgrund ihrer Verletzungen, ihrer Physiologie und ihres Alters überleben können. Und da haben wir es jetzt eigentlich 3 Jahre in Folge schon geschafft, dass bei uns weniger Menschen sterben an ihren Folgen ihrer Verletzungen, als es eigentlich statistisch sollten. Ja, wer Schockraumversorgung durchführen will,
der muss sich auch an ein paar Spielregeln halten. Es ist nicht so, dass alles neu erfunden werden muss. Es gibt sehr gute Behandlungspfade und Strategien, die bereits aufgestellt wurden international. Das fängt eigentlich im präklinischen Bereich mit dem PHDLS schon an oder anderen Formaten. Das geht dann weiter im Schockraum mit dem sicherlich bekannteren ATLS, also mit dem Trauma Life Support, der, würde ich mal sagen, international am weitesten verbreitet ist. Wir haben uns eigentlich an unserer Klinik und auch eher im deutschsprachigen europäischen Teil eher für den ETC entschieden, der inhaltlich zwar natürlich das meiste überschneidend anbietet, allerdings ist die Arbeitsweise etwas anders. Hier ist nicht der Algorithmus ausgelegt auf eine Person, die sequenziell sozusagen einen Patienten von oben bis unten behandeln kann, egal ob man im Buschspital ist oder in einem tertiären Traumazentrum, sondern dass man hier an das Haus angepasst eigentlich eine optimale parallele Versorgung der Patienten durchführen kann. Deswegen haben wir den ETC favorisiert und auch unsere Ausbildung des Schockraumpersonals in Richtung ETC gesteuert. Ganz wichtig eben, die S3-Leitlinien sind dabei immer die wissenschaftliche Grundlage, um so einen Patienten auch dann adäquat im Algorithmus irgendwo einzubetten und das Outcome zu optimieren. Jetzt ist die Frage, welcher Patient gehört denn in den Schockraum? Und das ist ein Thema, wo wir nicht selten in Diskussion geraten mit den Rettungsmitteln, weil halt sehr oft Patienten, die vielleicht keinen Schockraum brauchen, übertriagiert werden. Aber noch gefährlicher, und das gehört einfach dazu, die Übertriage, ist die Untertriage. Das heißt also Patienten, die eigentlich schockraumpflichtig wären, dann einfach normal in die Ambulanz hineingelegt werden. Und um auch den Rettungsmitteln, egal ob jetzt Notarzt besetzt oder nicht, eine gewisse Orientierung zu geben, gibt es diese Pocket Cards, die wir auch hier haben und anbieten können. Das geht jetzt mit dem Green Box Effekt natürlich nicht so gut, wo man hier sehr genau sieht, welche Indikationen sozusagen für einen Schockraum sprechen und auch welches Traumazentrum ich anfahren sollte. Grundsätzlich sollte man natürlich abhängig von Verletzungsmuster immer das höchstwertigste Traumazentrum anfahren. Es gibt hier jedoch ein Zeitlimit, wo man sagt, also mehr als 30 Minuten kann man zum Beispiel mit einem blutenden Trauma oder einem einklemmenden Schädel nicht herumfliegen oder herumfahren. Und dann muss es natürlich ein Krankenhaus sein, das auch in einer realistischen Reichweite liegt. Es macht allerdings auch wenig Sinn, einen schweren Schädel an einem Ort zu deponieren, wo dieser Schädel nicht behandelt werden kann. Deswegen gibt es hier gewisse Strukturen, auch am Schluss dann im Traumanetzwerk, das ja auch gerade im Entstehen ist in der Steiermark. Wichtig ist, dass man hier Anhaltspunkte eben findet, einerseits aufgrund der klinischen Parameter, sei es systolischer Druck, zum Beispiel eben systolischer Druck bei einem jungen, gesunden Menschen unter 90, beziehungsweise auch Verletzungen von mehr als einem proximalen Röhrenknochen, entsprechende GCS-Verschlechterungen und einige Indikationen, die eben für eine Zutransferierung in den Schockraum sprechen. Davon unabhängig gibt es auch vom Unfallschehen, von der Kinematik her, entsprechende Richtlinien, wo man schon weiß, also ein weiterer verstorbener Fahrzeuginsasse ist immer ein Indiz auf eine relativ große Krafteinwirkung. Das heißt, es ist ja unwahrscheinlich, dass der zweite Patient, der das überlebt hat, nicht eine ähnliche Kraft erfahren hat. Und die Barbara da unten ist schon diese unverständliche Formel des Impulserhaltungssatzes hingeschrieben. Ich habe das auch nicht gewusst, ist auch keine Schande. Auf jeden Fall ist ganz wichtig, dass wir eben zwei Parameter haben. Einerseits natürlich die Kinematik und andererseits unsere klinischen Befunde. Und im Zweifelsfall sollte immer ein Schockraum angefahren werden. Aufgrund unseres Notarztsystems wäre es auch grundsätzlich so, dass dieser Patient von einem Notarzt begleitet werden soll oder muss. Es sei denn, der Unfall findet unmittelbar vor dem LKH-Gelände statt, dann ist natürlich die Situation etwas anders. Ja, was passiert jetzt, bevor der Patient eintrifft, beziehungsweise wie bereiten wir uns vor? Das ist einerseits ein Auszug aus der Sprachnachricht, die Alarmierung des Schockraumteams. Es werden die Notarztmittel bzw. Rettungsmittel ganz gezielt von unserer die Leitstelle des Krankenhauses, also von der Stelle, meistens ist die vom MedOffice besetzt, die diesen Anruf entgegennimmt, wird also relativ gezielt nach einigen Parametern gefragt, die dann dem Schockraumteam übermittelt werden können und es wird dann ein Alarmserver ausgelöst, das heißt, das Schockraumbasisteam wird alarmiert über diese Textnachricht und gleichzeitig wird eine Sprachaufzeichnung durchgeführt, in der für alle Schockraummitglieder zum wiederholten Abhören der Text der Ankündigung raufgesprochen wird und dann wird im Regelfall dieses Schockraumteam, das man hier sieht, bestehend aus einem Traumaleader, aus einem A- bzw. Anästhesie-Doktor, einem Traumatologen und einem Chirurgen zusammengerufen, dazu Anästhesiepflege, Ambulanzpflege,
Radiologe, wenn verfügbar ist, inklusive den Damen und Herren, die auch das radiologische Equipment bedienen können. Und ganz wichtig auch den Patiententransportdienst, der einerseits schon beim Abholen vom Hubschrauber Landeplatz hilft, beziehungsweise dann auch für die weiteren Transfers in CT und OP zuständig ist. Ja, wichtig ist für uns vor allem, dass wir das Team gut briefen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass dann alle im Schockraum den gleichen Informationsstand haben. Das war nicht immer so. Früher war es so, dass die Schockraummitglieder relativ verzögert eingetroffen sind und der Notarzt musste mehrmals verschiedenen Teammitgliedern erklären, was passiert ist. Und es wurde zigmal nachgefragt. Das hat natürlich eine irrsinnige Unruhe hineingebracht. Ein guter Workflow ist nicht mehr zustande gekommen. Dementsprechend müssen wir uns gut vorbereiten. Das Schockraumteam muss auch rechtzeitig vor dem Schockraum Patienten eintreffen, um hier das Briefing noch zu komplettieren, und entsprechend bereitet jede Disziplin ihren Part vor, sei es jetzt Anästhesiepflege, Anästhesie bzw. chirurgische Maßnahmen, die zu setzen sind, bzw. auch Beckengurt, Reborbol und alle möglichen Dinge, die man eventuell brauchen könnte. Vorbereitung ist also hier ganz, ganz wichtig. Und wenn wir uns jetzt dann treffen im Schockraum und uns einmal vorbereiten, unser Equipment gecheckt haben und jeder weiß ungefähr, was einem vorkommt, gibt es schon Dinge, die einem sehr wohl da durch den Kopf gehen, während man auf solche Patienten warten. Die eine Frage ist, wir wissen jetzt zumindest aus der Ankündigung grob schon einmal, was ist passiert, welche Kinematik steckt dahinter, war das ein Hochenergietrauma, müssen wir damit rechnen, dass einfach aufgrund des Unfallmechanismus wir uns da jetzt tatsächlich auf einen schwer kranken, schwer instabilen Patienten mit multiplen Verletzungen einstellen müssen oder nicht. Ist es für uns vielleicht auch oft ist es wichtig, dass wir wissen, ist das eine perforierende Verletzung? Die führt nämlich dann dazu, dass wir von unserem Algorithmus, den wir sonst abführen, total abweichen. Das heißt, das sind schon Informationen, die im Kopf sich abspielen, die für uns ganz wichtig sind schon vorher. Zunehmend natürlich auch wichtig, es ist eben nach wie vor so, dass die Demografie sich im Moment auch in der Traumatologie in Richtung das alte Trauma verändert, und da machen uns insbesondere natürlich die internistischen Freunde mit ihren allerweitigen Blutverdünnungen, die man so auf den Markt bringt, immer wieder mehr Probleme. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn wir vorher schon wissen, wie der Patient heißt, natürlich auch toll für uns. Wir schauen schon ins MEDOX hinein, wir schauen ins Krankenhausinformationssystem, eventuell in die ELGA-Dateien hinein, ist der Patient blutverdünnt oder nicht, weil parallel zu diesem ganzen Blutverdünnen hat die Industrie auch angefangen, Antidots dafür zu entwickeln. Und manchmal ist es nicht so, dass wir immer alle davon so vorrätig haben und müssen die vielleicht vorher auch schon organisieren. Das heißt, diese Dinge müssen wir auch schon im Vorfeld mitbedenken. Und dann ist natürlich für uns, was wissen wir schon von der Ankündigung, wie der Patient grundsätzlich präklinisch versorgt worden ist, auf was können wir uns einstellen, ist er schon intubiert, müssen wir uns um diese Dinge noch Sorgen machen oder nicht. Es sind natürlich Dinge, die uns alle im Kopf inzwischen einfach beschäftigen, bis der Patient kommt. Und irgendwann ist dann soweit, dann trifft der Notarzt endlich ein und kommt vorbei, und dann ist es ganz, ganz wichtig eben, dass diese Informationsweitergabe, wie es der Paula schon gesagt hat, genau einmal passiert und das wirklich strukturiert und dass das einfach immer eine gleiche, klare Struktur hat. Wir werden jetzt niemandem hier vorschreiben, was man da genau oder welche Struktur man nehmen soll, aber es gibt ein relativ tolles Schema, das möchten wir euch gerne mitgeben. Das ist das ADMIST-Schema. Das bietet einfach eine strukturierte Übergabemöglichkeit, wo die wichtigsten Dinge drinnen sind, die für uns extrem relevant sind bei dieser Übergabe. Und die beinhalten natürlich das Alter des Patienten, was dann spätestens meistens zu dem Zeitpunkt eh recht ersichtlich ist. Wann der Unfall passiert ist, ist für uns auch gar nicht so unrelevant, muss man sagen. Weil wenn das jetzt ein Patient war, der draußen den Unfall vor 1,5 Stunden gehabt hat, lang eingeklemmt war, eine lange Bergezeit war, kommt und immer noch vollkommen stabil ist, ohne irgendwelche Auslenkungen seiner Physiologie, dann wissen wir schon, es wird wahrscheinlich keine größere Verletzung, die zum Verbluten des Patienten so schnell führen wird. Also auch wann der Zeitpunkt war, ist für uns recht wichtig. Der Traumamechanismus, ganz klar, wenn wir wissen, was genau passiert ist, gibt es schon die Möglichkeit, dass man einfach aufgrund von Erfahrung, aufgrund eigentlich Basiswissen in Anatomie, Physiologie, aber ein bisschen auch Physik, schon eigentlich weiß, was für Verletzungen, mit welchen werden wir rechnen, und dort legen wir dann natürlich unseren Fokus ganz viel mehr drauf. Dann ist natürlich ganz wichtig für uns im Rahmen der notärztlichen Übergabe zu wissen, welche Verletzungen hat man draußen wirklich schon gefunden,
was hat denn der Notarzt draußen mit dem Patienten schon gemacht und wie war er primär, aber auch beieinander. Also so Sachen wie, war er initial völlig stabil und ist im Verlauf erst schlechter geworden, wie war sein initiales GCS, hat er draußen alles bewegen können. Das sind alles Dinge, die für uns nicht zuletzt dann für weitere Therapieentscheidungen sehr essentiell sind und ganz, ganz wichtig sind. Ja, und deswegen so ein Schema, das sich vielleicht jeder mal überlegt für die Versorgung und vor allem dann für die Schnittstelle nach drinnen, das sind die wichtigsten Informationen, die sollte man eigentlich schon bei einer strukturierten Übergabe dabei haben. Ja, wie man auf dem Verkehrsschild hier ganz gut erkennen kann, macht es manchmal durchaus Sinn, einen Plan zu haben, nicht nur bei einer Pandemie, sondern auch im Schockraum. Das heißt, es ist grundsätzlich immer möglich, von einem Plan abzuweichen, aber man braucht einen guten Grund dafür und es ist ganz wichtig, dass man sozusagen mal das CABCDE des Schockraums beherrscht, das ja in vielen medizinischen Algorithmen mittlerweile Einzug genommen hat. Ganz wichtig ist, dass wir, wenn wir den Patienten vom Notarzt sozusagen übernehmen oder vom Notfallmittel, dass wir Punkt 1 einmal schauen, ob die Vitalzeichen alle vorhanden sind. Das ist einer der gefährlichsten Zeitpunkte. Monitoring wird ummontiert, es ist der Notarzt nicht mehr zuständig, es ist das Schockraumteam bereits zuständig und hier ist auch der Zeitpunkt, wo sich Tuben dislozieren, Leitungen herausgezupft werden etc. Das heißt, hier kurz Ruhe bewahren, den 5-Sekunden-Check durchführen, schauen, ob der Patient überhaupt noch lebt. Auch das erlebt man immer wieder mal, dass der Patient dann schon mehr oder weniger als zu reanimierender übergeben wird und dann ist ganz wichtig, dass wir unser CABCDE durchführen, das heißt, dass wir hier entsprechend der Positionen auch die Untersuchungen durchführen. Also A ist also meistens der Anästhesist, der zuständig ist für den Bereich, gemeinsam mit dem Bereich C. Die anderen Bereiche sind überschneidend und hier ist dann der Chirurg zuständig. Und dann gibt es eben nach dieser ersten Einschätzung, nach diesem ersten ABCDE mal ganz kurz eine Pause sozusagen, in Zäsuren, wo man mal feststellt, ist der Patient jetzt als stabil, instabil festzusetzen, beziehungsweise gibt es auch ein Exit-Szenario, in dem Fall, dass also der Patient eventuell auch gar keinen Schockraum mehr braucht. Aber diese erste Erfassung des ABCDEs, des ersten Durchganges, die muss man durchexerzieren. Und das fängt eben in aktuellen Algorithmen zunehmend mit einem CABCDE an. Das kommt eigentlich aus der Einsatzmedizin, aus der Militärmedizin, wo man gesehen hat, dass wenn eine hämorrhagische Ursache für einen schwer verletzten Patienten im Vordergrund steht, es wenig Sinn macht, die Maßnahmen der Reihe nach durchzuführen und erst beim Punkt C sich um die katastrophale Blutung zu kümmern. Und deswegen hat man dieses C schon herausgenommen. Das heißt eine arterielle Spritzblutung, das heißt Amputationsausrissverletzungen sind einmal vordergründig bzw. auch vordringlich zu behandeln, prioritär zu behandeln und alles andere kommt dann parallel bzw. hintereinander. Und das Gute am ETC-Format ist ja auch, dass wir das parallel abarbeiten können. Also während der eine mit der Blutstillung noch beschäftigt ist vom ersten C, wird parallel schon der Atemweg gecheckt bzw. die weiteren Dinge beschlossen und abgearbeitet. In Wirklichkeit kann man sich eine gute Schockraumversorgung wie einen Pitstop in der Formel 1 vorstellen. Jeder weiß, was er zu tun hat, an welchem Rad er zu schrauben hat und was zu wechseln ist. Und Ziel sollte auch sein, mit allen Rädern aus der Box rauszufahren und trotzdem schnell zu sein. Ja, was gibt es jetzt bei dieser ersten Einschätzung abzuklären? Die berühmte 5-Sekunden-Runde oder wie sie im ATLS heißt, General Impression. Das heißt, wir schauen, gibt es irgendwo eine massive Blutung? Ist der Patient im Stillstand? Das heißt, müssen wir sowieso vom Algorithmus in einen Reanimationsalgorithmus wechseln. Und hier ist auch der richtige Zeitpunkt, notfalls noch einmal Tourniquets, Druckverbände, was auch immer anzulegen, wenn eine Blutstillung bis jetzt noch nicht erfolgt ist bzw. insuffizient ist und wenn der Patient in einem Reanimationsszenario ist, dann müssen wir eben relativ rasch auch gedanklich in diese ERC-Leitlinien der Reanimation oder der besonderen Prämisse des Traumas wechseln und hier vor allem ganz wichtig, und das hat sich ja beim 15-Algorithmus noch weiter herausgezeichnet, dass man die vier reversiblen Ursachen, also Hypoxie, Spannungspneumothorax, Percutaneous und beziehungsweise die Hypotonie dann möglichst prioritär behandelt und da gehört eben beispielsweise auch eine rasche Entlastung eines Hämatopoerikards durch entsprechende chirurgische Maßnahmen mit dazu.
Und haben wir mal festgestellt in den ersten 5 Sekunden, okay, unser Patient spritzt jetzt nicht irgendwo mit einer arteriellen Blutung und verblutet uns in den nächsten paar Sekunden und ist Gott sei Dank am Leben. Dann geht es natürlich im Algorithmus weiter und dann geht es mal darum, die Atemwege zu sichern. Welche Fragen haben wir da natürlich? Ist der Atemweg patent? Ist der Patient wach genug, um nicht an seinen eigenen, an seinem Zungengrund, an seinen Pharynx-Weichteilen zu ersticken oder im schlimmsten Fall am Blut? Geht das? Kann er das von alleine? Sehr oft natürlich und Gott sei Dank, durch wirklich moderne Notfallmedizin kommen die meisten Polytraumen ja tatsächlich auch mit einer Atemwegssicherung schon zu uns. Ist dieser Tubus, der dort platziert worden ist, korrekt? Passt das? Haben wir ein gescheites CO2? Ist der Tubus vor allem auch nicht einseitig, was tatsächlich etwas ist, was wir in den meisten Fällen sehen, was ganz oft einmal einfach durch Umlagerungen, Fixierungen so passieren kann, dass der Tubus einfach einmal zu tief hineinrutscht. Wenn der Patient jetzt nicht intubiert ist, ist natürlich für uns Anästhesisten ein Traumapatient immer ein Patient, der einen potenziell schwierigen Atemweg hat. Nur die Frage ist, wenn wir uns diese Bilder hier jetzt anschauen, dann muss man sagen, ist der Atemweg noch schwieriger, als das eh von vornherein sowieso ist. Da gibt es halt einfach natürlich Möglichkeiten beim Trauma, die uns das Ganze noch wesentlich erschweren können und da braucht man gute Strategien dafür, wie man das auch hinbekommen. Wichtig ist beim Trauma trotzdem die Oxygenierung in erster Linie sicherstellen. Manchmal, wie gesagt, meistens kommen sie atemwegsgesichert daher, aber für die Präklinik gibt es immer wieder mal diese Fälle von Patienten, die einfach nicht wirklich intubierbar sind. Die kommen dann hin und wieder mit supraglottischen Atemwegshilfen, die einfach die Oxygenierung zwar sicherstellen, aber im Trauma eigentlich nicht der Goldstandard sind. Das heißt, das sind die Patienten, wo wir dann auch im Schockraum spätestens dann sorgen müssen dafür, dass tatsächlich irgendein Device in der subglottischen Ebene verschwindet. Das heißt, diese Patienten gehören dann umintubiert, zur Not vielleicht auch einmal wirklich nottracheotomiert, damit man wirklich eine adäquate Ventilation herstellen kann und dafür haben wir uns auch im Schockraum equipped mit eigentlich allen Dingen, die ein Anästhesisten Atemwegsspielherz zum Höherschlagen bringt. Da haben wir Gott sei Dank, wie man es auch auf den Bildern sieht, eigentlich alles vorrätig. Wenn man über das Trauma A im ABCDE spricht, darf man niemals vergessen, dass da eigentlich dieser Punkt ist, wo die HWS dazugehört. Das macht nicht nur den Atemweg schwerer, wenn jetzt der Patient kommt mit einem gut angelegten Stiffneck, eine wirklich gut angelegte HWS-Immobilisation, sollte nämlich eigentlich eine direkte Laryngoskopie verunmöglichen. Das heißt, die wird uns sowieso auch ein Problem. Auf der anderen Seite ist, wenn da jetzt ein wacher Patient kommt, spätestens dann auch der Punkt, dass wir adressieren, den ist da eine HWS-Verletzung potenziell vor, also liegt die vor oder liegt sie nicht vor? Da gibt es diesen schönen Leitsatz aus dem Angloamerikanischen, der bedeutet ein bisschen so immobilize or verbalize. Das heißt, weiß ich es nicht sicher, im Zweifelsfall soll ich die HWS sehr wohl immobilisieren, aber mittlerweile gibt es auch ganz gute klinische Untersuchungen, die in Studien bewiesen haben, dass sie sehr gute prädiktive Werte haben, dass es in manchen Fällen absolut auch Sinn machen kann, einmal eine HWS-Immobilisation darauf zu verzichten. Das wären zum Beispiel so Nexus-Kriterien, an denen man sich orientieren kann, weil man sagt, dieser Patient ist so wach, der kann seine HWS frei so bewegen, ohne Schmerzen und hat keine distrahierenden Verletzungen, da kann ich mal drauf verzichten. Wenn jetzt jemand mal ein Auto über den Fuß gefahren ist, kann ich wahrscheinlich auch darauf verzichten, ihm eine HWS-Immobilisation anzulegen, aber zu diesem Punkt soll ich einfach einmal drüber nachdenken, braucht er sie denn oder braucht er sie nicht? Was die Barbara noch ganz kurz auf dem letzten Bild zu sehen war, auch maßgeblich mitbeteiligt war im Showgraben, war dieses tolle Zoning, was man gesehen hat, also sprich auch das Zonieren vom Equipment. Das ist ganz wichtig, dass sich jeder sofort auskennt und weiß, wo er welche Trümmer suchen und finden kann auch. Und dieses Zoning, das ja auch so aus dem Lean-Konzept herauskommt, das ist ja eben auch in der Präklinik jetzt mittlerweile fast schon Standard und damit kann man sich auch im Schockraum um vieles leichter tun. Wenn man hier den Brustkorb jetzt als nächsten Punkt sich anschaut, sieht man, dass man hier möglicherweise auch rasch intervenieren muss. Wir haben Gott sei Dank ein recht gutes Notarztsystem, das heißt, viele Patienten sind bereits mit einem entlasteten Spannungsknäuel bei uns im Schockraum, aber immer wieder gibt es auch Fälle, wo eben der Spannungsknäuel übersehen wurde oder präklinisch noch nicht so manifest war und sich dann erst im Schockraum zeigt. Und da ist es ganz wichtig, dass man innerhalb von kürzester Zeit, egal durch welches Teammitglied, eine Thorakozyntese, eine digitale anlegen kann. Hier oben auch eindrucksvoll das Video einer Flail-Chest, also die Patienten, die dann einfach insuffizient schnaufen und sozusagen dringend eine innere Schienung brauchen, wenn sie noch nicht intubiert sind zu diesem Zeitpunkt. Und hier gilt es eben dann rasch mit Bildgebung
beziehungsweise vor allem mit der Klinik auch abzuklären, ob irgendeine bedrohliche Verletzung am Brustkorb vorhanden ist. Wir kennen unsere berühmten Lethal Six, nach denen wir suchen, wobei wir natürlich hier in erster Linie schauen wir mal, dass bei Problemen mit B der Spannungsneue mit Sicherheit ausgeschlossen ist und beides der Thorax entlastet ist. Die meisten Patienten kommen ja bereits intubiert und das, was wir mit IFAST relativ rasch abklären können, ist eigentlich eine Problematik am Perikard, also sprich eine hämodynamisch relevante Perikard-Tamponade. Beim Thorax-Röntgen muss ich sagen, das ist noch immer Standard bei uns im Schockraum. Im Algorithmus wird allerdings je nach Traumalieder und nach Team in zunehmendem Maße verdrängt, eben durch ein qualitativ hochwertiges IFAST, wo man eigentlich viele Dinge wesentlich sensitiver sagen kann. Vor allem die Pneudiagnostik ist durch das IFAST wesentlich verbessert worden. Es gibt bei uns vielleicht noch, wenn das später eine Frage sein sollte, noch eine Indikation, dass wir ein Thorax-Röntgen unbedingt machen. Und zwar, das ist der Patient, der aufgrund vielleicht eines positiven abdominellen FAST oder IFAST das CD bypasst und wo wir uns einmal ganz kurz das Mediastinum anschauen. Wir hatten einen Fall mit einem verbreiterten Mediastinum, das man im Thorax-Röntgen gesehen hat und das war dann doch eine Aortendissektion bzw. auch Ruptur und da ohne Bildgebung wohin zu fahren für eine Akutversorgung ist meistens auch keine gute Idee. Also wie gesagt, immer mehr Verdrängung durch IFAST, aber es gibt durchaus noch die Indikation, vor allem wenn man nachher kein Polytrauma-CD macht. Kommen wir natürlich zum Schock im Schockraum. Das ist wahrscheinlich das, was jeder damit irgendwie in Verbindung setzt. Beim Punkt C, was die Zirkulation betrifft, was unseren Kreislauf betrifft, ist für uns natürlich ganz wichtig, einfach auszuschließen, blutet der Patient irgendwo oder blutet er nicht, bis zum Beweis des Gegenteils ist nämlich der hämodynamisch instabile, polytraumatisierte Patient einer, der blutet. Da gibt es diese 5 Bs, die jetzt ein bisschen so eine Mischkulanz, muss man ganz ehrlicherweise sein, zwischen dem Englischen und dem Deutschen, an Strukturen, wo man viel Blut verlieren kann. Das eine ist der Boden, das andere ist der Brustkorb, der Bauchraum, das Becken oder, und da kommt jetzt der Englische Teil hinein, die Bones, die langen Röhrenknochen, das sind einfach Verletzungen oder nach außen Blutungen, wo man wirklich viel Blut verlieren kann, wo man wirklich in eine Schocksymptomatik kommen kann, woran man verbluten kann. Das sind diese Dinge, die wir am Punkt C adressieren, wo wir schauen, wo gibt es hier irgendwelche Verletzungen. Natürlich das IFAST auch hier absolut notwendig für uns, um uns auch weitere richtungsweisende Dinge zu geben. Aber nicht zu vergessen ist, wir schauen unsere Patienten nicht nur mit dem Sonogramm an, wir schauen unsere Patienten auch klinisch an. Wie schaut die Haut aus? Einmal einen Blick vielleicht einmal einfach auch in die Konjunktiven. Sind die schon komplett weiß und ist der Patient schon völlig anemisch, wie es wahrscheinlich auch ein Zeichen dafür, dass der Patient massiv zentralisiert und im schlimmsten Fall schon schwerst ausgeblutet ist. In diesen Phasen hilft uns natürlich auch ein bisschen die Laborchemie. Im Schockraum haben wir natürlich auch unsere Blutgasanalysegeräte, die ja auch glücklicherweise in der Präklinik jetzt immer populärer werden, wo man auch ein bisschen, sage ich mal, den Schock quantifizieren kann damit, wo wir wirklich in erster Linie auf so Dinge schauen, wie das Phasendefizit, ist das massiv ausgelenkt, wie ist der pH-Wert, um einfach zu sehen, wie weit im Schock geschehen ist unser Patient und wie weit ist er nicht. Und dann gilt es natürlich nicht nur gleich zu schauen, was hat der Patient und blutet er, sondern natürlich im gleichen Moment beginnen mit einer Therapie und zu handeln. Wichtig für uns sind natürlich, dass wir schauen, dass wenn der Patient blutet, müssen wir von außen Blut in den Patienten hineinkriegen. Das heißt, wir brauchen gute intravasale Zugänge. Auch da noch einmal ein Appell auch an die Präklinik. Beim Polytrauma sind eigentlich die zwei großlumigen intravenösen Zugänge Standard, weil für uns in der Klinik, wenn der am Transport und in der langen Versorgungszeit weiter blutet, macht es das meistens nicht einfacher. Zugegeben, wenn sie dann kommen, zumeist wird bei uns eine Zentralvene recht rasch kanuliert, wo man dann einfach wirklich einen besseren Zugang natürlich auch bekommen, um eine Transfusion durchzuführen. Und diese Transfusion läuft bei uns im Schockraum nach einem eigentlich recht klar fixierten Protokoll ab. Gibt es auch ganz gute Untersuchungen, die natürlich zeigen, mit einem Transfusionsprotokoll, mit einem Massivtransfusionsprotokoll kann man auch die Mortalität senken, weil einfach jeder zu jeder Zeit für mal das Erste einmal eine Leitlinie hat, was er machen kann und was er nicht machen sollte und auf was man sonst achtet. Natürlich gehören auch zur Kreislaufstabilisierung, da auch nicht nur die anästhesiologischen und Blutschüttereienmaßnahmen dazu, sondern genauso wie vorhin schon besprochen, die ganzen Maßnahmen wie einen Beckengurt anzulegen, um einfach vielleicht gar nicht jetzt die Frakturen zu stabilisieren, wenn man sie noch gar nicht vielleicht sieht, aber einfach um den Platz zu minimieren,
wo man Blut verlieren kann. Das ist einfach eine Art äußere Tamponade, die man anlegt. Und seit jetzt ein, zwei Jahren auch bei uns immer mehr im Einsatz, glücklicherweise muss man sagen, nicht nur die Tamponade von außen, sondern mittlerweile auch quasi die Abschaltung von innen. Eine Aortenklemme, die jetzt nicht immer zwingend über einmal Brustkorb aufmachen und den brutalen Weg an der Aortenklemme offen passieren muss, sondern mittels diesen Ballons, den ihr da auf den Bildern seht, auch über intern passiert. Die RIBOA, die resuszitative endovaskuläre Ballonokklusion der Aorta, ist ein tolles Tool, das uns einfach erlaubt, über einen kleinen Zugang, Ultraschall gezielt über die Arteria femoralis, einen Ballon bis in die deszendierende Aorta nach oben zu schieben, den aufzublocken und so damit zu sorgen, dass einfach weiterer Blutverlust verhindert wird und uns eigentlich Zeit verschafft, mit einer Transfusion nachzukommen und den Patienten vielleicht auch einmal in eine Diagnostik weiterzubringen. Ja, nach dem Punkt C kommt dann der Punkt D, das heißt hier ein neurologischer Status, der bei uns erhoben wird, der auch in einer etwas minimalistischeren Variante präklinisch erhoben werden sollte. Es gibt schon wichtige Dinge, die natürlich auch für uns dann behandlungsrelevant sind. Das betrifft zum einen den Schädel mit einem GCS, das heißt, es ist für uns unabdingbar, dass wir einen GCS vor Ort bzw. auch eine Verschlechterung entsprechend übermittelt bekommen vom Notarztmittel. Ganz wichtig ist auch da, wenn Notarztmittel einen Patienten übernehmen, beispielsweise Hubschrauber vom bodengebundenen Transport, dass auch diese Informationen alle nicht verloren gehen, weil dann die Entscheidung nämlich getroffen werden muss, braucht der Patient eine Hirndrucksonde, kann man einen Aufwachversuch machen etc. Ähnliches betrifft da die Wirbelsäule. Es ist für uns ganz wichtig auch zu wissen, ob der Patient beispielsweise einen inkompletten oder einen kompletten Querschnitt hat. Warum? Weil gerade wenn wir zum Beispiel einen inkompletten Querschnitt haben und wir hier noch einzelne Strukturen des zentralen Nervensystems oder der Wurzeln weiter unten retten können, ist es manchmal auch das Risiko wert, dass man sagt, dass man bei einem instabilen Patienten trotzdem die Wirbelsäule prioritär versorgt mit einem erhöhten Risiko, um dem Patienten bestmögliche Restitutio ad integrum wieder zu ermöglichen, wohingegen bei einem primär kompletten Querschnitt man eher sich auf manche Maßnahmen zurückzieht, um dem Patienten am Anfang nicht so viel Schaden zuzufügen. Und das ist ganz wichtig und deswegen auch wichtig, dass man draußen diese Querschnittssymptomatik festhält, sensibel, relativ einfach mit einem Stift markiert. Das können wir dann auch im Schockraum, sollte er noch nicht intubiert sein, im Verlauf mehr oder weniger vergleichen. Und die zweite Variante, dass man grob die Kennmuskeln, es ist auch nicht so schwierig, dieses Hampelmännchen von der oberen und unteren Extremität, die Kennmuskeln ganz kurz nur beschreibt, wo welche Einschränkungen waren, beziehungsweise ab wo ein Totalausfall war, damit wir uns ein Bild machen können. Damit wir eben auch rechtzeitig hier eine Indikation für die Entlastung einer interkraniellen Hämorrhagie stellen können, ganz wichtig ist auch hierfür eine bestmögliche präklinische Versorgung. Und das kann nicht oft genug betont werden, wie wichtig eine kontrollierte Beatmung gerade im präklinischen Bereich ist, zumindest mit einer entitalen CO2-Kontrolle, so kapnografisch, kapnometrisch, um aus diesem Autoregulationsbereich nicht ganz herauszufallen. Wer hat idealerweise natürlich auch eine arterielle Gasbestimmung, um die Beatmung zu optimieren, aber wir kennen das, also es gibt nur noch eine einzige Indikation für eine ganz kurzfristige Hyperventilation, das ist der beobachtete oder die beobachtete Einklemmung, um dem Patienten ein paar Minuten noch zu ermöglichen, bis man in einen OP kommt oder den Schädel entlasten kann. Alles andere längerfristig macht keinen Sinn, weil es auf Kosten der Oxygenierung und Durchblutung des Resthirns geht. Und nach D kommt das E, wo, wie wir alle wissen, in den Algorithmen immer so spannende Dinge wie Exposure und Environment drinnen stehen, wo man nicht ganz weiß, was dazugehört. Beim Trauma ist es einfach so, dass es einmal unser wirklicher Status von Kopf bis Fuß, auch außerhalb dieser Untersuchungen, die man jetzt gemacht haben, einfach um einen vollständigen Traumacheck bei diesem Patienten zu machen. Da gehört eigentlich auch dazu, dass man sich vielleicht einmal den Rücken kurz anschaut, weil, wie man auch wie auf diesem Bild hier sehen, da manchmal durchwegs Überraschungen erleben können, was man dann nicht auf dem Rücken oder auf der Rückseite vom Patienten da manchmal so findet. Auch das gehört da dazu. Wichtig in diesem Punkt, gerade für die Traumaversorgung, ist auch ganz essentiell das Temperaturmanagement. Selbst im Sommer wissen wir aus den Daten heraus, selbst bei guten Außentemperaturen, nicht unbedingt so wie jetzt, wo es permanent um die 5 Grad hat, da kühlt jemand natürlich schnell aus, aber selbst im Sommer polytraumatisierte Patienten kühlen schneller aus, das heißt Temperaturmanagement ist auch da bei uns auf der Klinik was ganz, ganz Wichtiges. Das macht man durch gewärmte Infusionen, wie man da auch sieht, an diesem Druck,
Wärme- und Druckinfusionsgerät und Wärmematten, die sowohl mit Konvektionswärme arbeiten, um einfach alles zu machen, damit der Patient bloß nicht in die Hypothermie abrutscht. An diesem Punkt ist am meisten so, wo man dann kurz andere Dinge auch außerhalb der Präklinik ein bisschen mit adressiert. Bei uns im Algorithmus ist automatisch drin, dass jeder polytraumatisierte Patient, der bei der Tür reinkommt, zu diesem Zeitpunkt auch eine passive Tetanus-Immunisierung erhält. Das heißt, nicht unrezent hatten wir eigentlich erst einen Fall von Tetanus tatsächlich wieder auf unserer Intensivstation. Das ist was, das gibt es tatsächlich und deswegen sollte das auch bei solchen Patienten adressiert werden. Auch sowas wie Antibiotikagabe bei offenen Frakturen sind da Dinge, die einfach an dieser Stelle quasi noch mit abgehandelt werden, nicht mehr zur absoluten Lebensbedrohung gehören, aber einfach zum ersten Teil zwingend dazugehören, damit man wirklich ein Primary Survey vollständig abschließen kann. Ja, jetzt sind wir eigentlich mit unserer ersten ABCDE-Runde oder C-ABCDE-Runde durch und wissen eigentlich, ja, was wissen wir? Wir wissen das, was wir eigentlich bei einem guten präklinischen Check auch schon vorgeahnt haben. Was bringt den Patienten in den nächsten 20 bis 30 Minuten um? Das sollten wir auch nach diesem Schockraum-Check, nach diesem ersten wissen. Das heißt, wir wissen, ist der Patient nach wie vor kritisch? Ist es de facto jetzt definitionsgemäß ein Polytrauma? Braucht dieser Patient jetzt akut eine Intervention, die er vielleicht noch nicht bekommen hat? Sprich, wir müssen uns zum Beispiel überlegen, haben wir einen schweren Schädel, halten wir den arteriellen Druck in einem bestimmten Bereich, um keine sekundären Ischämie zu erzeugen etc. Beziehungsweise braucht dieser Patient jetzt ein CT oder nicht? Und die erste Exit-Strategie wäre, wir kommen nach dem CABCDE drauf, dass der Patient beispielsweise eben nicht vital bedroht ist, zum Beispiel eben nur eine höhergradig offene isolierte Unterschenkelfraktur hat, aber keine weiteren Verletzungen, dann können wir die Entwarnung geben und zum Zeitpunkt der Entwarnung ist dann eigentlich jede weitere gezielte Diagnostik möglich. Der Unfallchirurg freut sich, dass er seine ganzen Extremitätenröntgen durchführen kann, inklusive Kernbeinserie. Der Anästhesist freut sich, dass er dem Jungen eine Arterie assistieren kann, obwohl er wahrscheinlich hier auf Normalstation kommt. Also diese Dinge sind dann alle möglich, wenn wir Nein haben, wenn der Patient nach wie vor kritisch ist und wir damit rechnen müssen, dass ihn irgendwas in den nächsten 20 bis 30 Minuten akut bedroht oder umbringt, dann gibt es eigentlich nur diese drei Möglichkeiten, wobei zwei Möglichkeiten, in 95% der Fälle gewählt werden. Das erste ist die Akut-OP, das vor allem, wenn wir jetzt eine massive freie Flüssigkeit im IFAST haben oder massiven Hämatothorax haben, der Patient instabil ist. Dieser Patient braucht keine Bildgebung, der braucht keinen Stabilisationsversuch, den kann ich jetzt nicht 2 Stunden auf Intensiv legen und warten, bis sich die Bauchblutung von alleine löst. Diesen Patienten muss man akut in den OP transferieren, beziehungsweise in Extrem ist natürlich auch mal überlegen, ob man gewisse Maßnahmen im Schockraum bereits durchführt. Zweite Möglichkeit ist, wir haben im IFAST keine massive Blutung, die wir akut jetzt adressieren müssen. Das heißt, dieser Patient profitiert dann von einer umfassenden Bildgebung. Das ist im Regelfall ein spezielles Polytrauma-CD-Protokoll, das heute meistens mit einem biphasischen Bolus schon abgedeckt wird, wo man sozusagen in einer Mischbolus arteriell-venös in relativ kurzer Zeit die relevantesten Blutungen erkennen kann und die relevantesten Verletzungen. Und andere Dinge, also sprich weitere Monitoring-Maßnahmen außer den vorgenannten, beziehungsweise weitere Bildgebung ist nur dann zulässig, wenn man keine Zeit verliert. Beispiel typischerweise ist das Röntgen einer Extremität, eines Oberschenkels, das natürlich für die Planung einer OP für die chirurgische Seite recht interessant ist. Was muss man herrichten, Nagelplatte etc. Das will auch die OP-Mannschaft wissen, die ja hoffentlich zu dem Zeitpunkt schon vorgewarnt wurde vom Traumaleader. Aber das geht nur dann, wenn ich keine Zeit verliere. Ansonsten habe ich meistens nach dem Polytrauma-CDE eine kurze Phase noch im Schockraum, bis eben OBs und so weiter bereit sind, wo ich diese Zeit dann noch nutzen kann für weitere Monitoring-Maßnahmen bzw. Lines. Es gibt eine gute Arbeit, einer wenigen Arbeiten, wo Chirurgen einmal im Lens etwas publiziert haben, die gezeigt hat vom Stefan Huber-Wagner, ist eh schon ein paar Jahre her, dass natürlich je früher wir wissen, was der Patient hat, welche Überraschung, desto eher wird er überleben. Also Polytrauma-CD ist natürlich ein Marker, ein unabhängiger für das Überleben, dann, wenn der Patient in diesem IFAST nicht bereits aussortiert wurde. Ein instabiler Patient, der in Extremis ist, der in einer Reanimationssituation ist, der freie Flüssigkeit hat, der hat in einem CT nichts verloren. Es gibt diesen berühmten Spruch, never put an instable on a CT table. Und man kann sich natürlich auch ausrechnen, was man hier sehen kann, wenn der Patient keinen Auswurf mehr hat. Ganz wichtig, time is life, also wir müssen auch hier rasch entscheiden, rasch arbeiten.
Und apropos Entscheidungen, natürlich solche Entscheidungen, das ist der Patient stabil, was sind die dringlichen, die vorrangigen Maßnahmen, da sind viele Experten im Schockraum drinnen, die einfach am Patienten arbeiten und das ganze Team hat natürlich seine Prioritäten, das ganze Team kann natürlich in diese Entscheidung und wirkt in diese Entscheidung mit ein, die Informationen fließen bei einer Person zusammen und die, muss man dann ganz ehrlicherweise scheinen, entscheidet dann am Schluss aber anhand dieser ganzen Expertenmeinungen da drinnen, was jetzt denn tatsächlich der Fahrplan ist. Das ist das ideale Management, das eigentlich im Schockraum passieren kann. Das gesamte Team sammelt die Entscheidungen, berät sich gesamt mit dem Traumaleader, aber der hat im Endeffekt das Sagen. Einfach damit einfach eine Struktur da ist, eine Ansprechperson da ist. Ist nicht nur für die Teamstruktur im Schockraum wichtig, das hat durchwegs auch medikolegal Konsequenzen, wenn so viele verschiedene Ärzte an einem Patienten arbeiten, die Frage, wer hat am Schluss quasi die Schuld, bleibt dann in dem Fall bei uns am Traumaleader hängen. Wer ist jetzt bei uns auf der Klinik so ein Traumaleader? Bei uns teilt sich das auf in mehr als die Hälfte machen eigentlich die Traumatologen und nicht ganz die Hälfte wird von uns Anästhesisten besetzt. Wer kommt da in Frage? Das muss man ganz ehrlicherweise sagen, hängt ein bisschen davon ab, wie viel Erfahrung hat der Anästhesist, und das sind immer Leute mit Facharztstandard, die da natürlich arbeiten, also nach Abschluss ihrer Ausbildung, wie viel Erfahrung im Schockraum haben sie gesammelt. Dann zusätzlich gibt es bei uns die Voraussetzung, sie müssen Teamtrainings absolviert haben, sie müssen ein offizielles ETC-Zertifikat tragen, damit sie im Schockraum eingeteilt werden können als Traumaleader, was aber gleichzeitig natürlich heißt, dass es nicht immer unbedingt der älteste Kollege ist, sondern in dem Fall tatsächlich die Erfahrung im Umgang mit schwer traumatisierten Patienten von beiden Seiten ein bisschen natürlich bedeutet. Das war jetzt übrigens nur Zufall, dass ich neben Mr. Burns gestanden bin. Für wen du dich entschieden hast, aber das ist eh keine Frage. Ja, jetzt sind wir mit dem Schockraum mit der Erstversorgung einmal sozusagen durch und haben eine Bildgebung gemacht oder nicht, je nachdem, ob der Patient eben massiv instabil war bzw. Freiflüssigkeit hatte oder ein Hämatothorax hatte oder im Stillstand war. Und dann müssen wir uns entscheiden, was tun wir mit dem Patienten. Der Patient hat eine Verletzung, also noch nicht, wird er irgendeine Versorgung auch brauchen. Also den auf Intensiv zum Selchen zu legen, ist meistens nicht die ideale Variante. Und wir müssen uns für irgendeine Form der Versorgung entscheiden. Und es gibt hier international mehrere Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die sogenannte Damage Control Surgery. Bedeutet, dass wir minimalste Eingriffe machen, gerade um den Patienten so weit zu stabilisieren, dass er überlebt. Also hier geht es nicht um Erhalt von Extremitäten, hier geht es nicht um Wiederherstellung einer komplett normalen Situation, wie sie vor dem Unfall war, sondern da geht es ums blanke Überleben. Das heißt, wir kämpfen nicht gegen die Anatomie, wir kämpfen gegen die Physiologie des Patienten. Wir müssen schauen, wie können wir den Patienten Blut stillen. Stop the Bleeding ist Nummer 1. Im Regelfall dürfen solche Operationen über alle Disziplinen hinweg nicht mehr als 90 Minuten dauern. Die Patienten sind in einem schweren Defizit und man muss schauen, dass man relativ rasch wieder dann vom Tisch kommt, vielleicht sich nur mit Fixateuren drüber gerettet hat, vielleicht nur das Becken gepackt hat, vielleicht nur grob einmal Extremitäten auch geschient und stabilisiert hat, dass man vielleicht nicht eine primäre Anastomose von einem Darm gemacht hat, sondern nur ein Stoma angelegt hat, dass man die Leber gepackt hat, dass man eine Notfallsplenektomie gemacht hat, all diese Dinge, vielleicht eine Hirndrucksonde oder Entlastung eines Epiduralhämatoms, das fällt alles in den Bereich der Damage Control Surgery hinein. Eine Zwischenvariante wäre dann Early Appropriate Care, das heißt, man fängt an zu operieren, entscheidet sich grundsätzlich einmal für einen Damage Control Zugang, kommt dann drauf, dass der Patient sich zunehmend stabilisiert. Intensivmedizin wird ja bekanntermaßen heute, im Gegensatz zu unseren Urvätern, die das geglaubt haben, nicht nur auf der Intensivstation, sondern auch im OB durch die Anästhesie hervorragend gemacht. Das heißt, viele Patienten werden mit zunehmender OB, trotz des Second Hits durch die OB, trotzdem immer stabiler, sodass man sich überlegen kann, in manchen Fällen eben schon gewisse Organfunktionen wieder komplett herzustellen und die eine oder andere Fraktur vielleicht optimal zu stellen oder gleich auszuversorgen, andere Dinge noch offen lässt. Und das extreme Gegenteil zu Damage Control wäre dann Early Total Care. Der Patient ist so stabil, dass wir die meisten oder fast alle Verletzungen bereits primär ausversorgen können. Das heißt, wir stellen Gelenke wieder her, wir versteifen Wirbelsäulen, wir machen quasi die Versorgung, die wir sonst erst in den nächsten Tagen im Rahmen von Elektiv-OPs oder Semi-Elektiv-OPs durchführen würden. Was hilft uns jetzt bei der Entscheidung? In erster Linie ist es eigentlich
Sind es die Vitalzeichen? Ist es der Zustand des Patienten? Laktatwerte, ganz wichtig, auch immer wieder mit anzuschauen. Die typischen Zeichen des Schockes, ganz wichtig, auch die Körpertemperatur. Je ausgekühlter die Patienten sind, desto eher verbietet sich jeglicher Zugang hin oder in Richtung Early Appropriate Care oder Early Total Care. Und natürlich auch die Gerinnung des Patienten, Blättchenanzahl, dann das Rotem oder TEC, Thrombelastogramm. Wie schaut es aus? Wie substitutionsbedürftig ist der Patient? Und dann ist eben ganz wichtig, dass wir miteinander kommunizieren. So ist es. Weil, wie der Paul vorhin schon gesagt hat, eine Damage Control Operation heißt zwar, dass wir den Patienten schnell vom Tisch bekommen, heißt aber, dass er hinten noch viele Folgeoperationen natürlich braucht, um diesen ersten Teil, den man mal notdürftig geflickt hat, dann hinten nachzumachen. Ein Patient, den wir aber vielleicht versuchen, länger auszuversorgen und länger daran herumarbeiten, ist so ein schönes Bild, ist das zweite von rechts zum Beispiel, wo man so lange herumoperiert, bis der Patient am Tisch eigentlich daran verblutet, weil eben dieser Second Hit, der schon angesprochen worden ist, zuerst kommt das Trauma, der erste Impact für den Körper und jede Operation ist wieder ein Trauma, das gesetzt wird, dass man die Patienten quasi überoperieren. Das geht natürlich nur, wenn man das wirklich im Team gut kommuniziert, wo wirklich über die Bluthirnschranke hinweg ganz gut kommuniziert wird, was man jetzt gar nicht so unlängst einmal eigentlich der Grund war, warum wir uns entschieden haben, da gemeinsam hinzukommen, wo wirklich permanenter Chirurg und der Anästhesist ihm in Absprache sein müssen, was geht noch, was geht nicht. Ich kann natürlich sagen, ja, du kannst noch ungefähr eine halbe Stunde operieren, das wird sich noch irgendwie ausgehen, bringt nichts, wenn in der Zwischenzeit der Chirurg mit einer Maßnahme angefangen hat, wo wir wissen, die dauert länger. Also das ist wirklich was, wo man immer ganz, ganz eng zusammenarbeitet eben, weil was es gilt zu verhindern bei diesen ganzen erstoperativen Maßnahmen ist, diese letale Trias im Trauma zu verhindern. Das ist einfach eine Kombination aus einer Hypothermie, wie der Paul schon angesprochen hat, die Temperatur ist für uns ganz wichtig im Auge zu behalten. Wie verhält sich die Metabolik vom Patienten? Ist er schon sauer? Wie hoch ist seine oder wie niedrig ist sein pH-Wert? Wie groß ist die Acidose schon? Und rutscht er uns zunehmend eben in ein Gerinnungsproblem hinein? Weil wenn man eben diese Patienten irgendwann über diesen Point of No Return drüber bringt, dann helfen die besten Maßnahmen nichts mehr. Dann haben wir eigentlich mit der falschen Versorgungsstrategie dann doch wir dann im Endeffekt umgebracht und das gilt halt natürlich wirklich immer und mit guter Kommunikation zu verhindern. Ja, und früher oder später landen natürlich diese Patienten, bald schon angesprochen, Intensivmedizin ist auch ein wichtiges Thema für polytraumatisierte Patienten. Das fängt tatsächlich im Schockraum schon ein bisschen mehr und mehr mit an. Es ist schon auch dort mittlerweile weg von der Kriegsmedizin, immer mehr schon in intensivmedizinische Aspekte hinein. Im OP wird es dann mehr und auf der Intensivstation dann natürlich das wichtigste Ziel für uns, die Stabilisierung des Patienten, die Physiologie so gut wie möglich wiederherzustellen. Das müssen wir manchmal mit diversesten Organunterstützungsverfahren machen. Was aber auch ganz wichtig ist, ist, wir waren dann vorher im CD, wir waren jetzt im OP mit den Patienten, jetzt sind wir auf der Intensivstation angekommen. Jetzt ist auch der Punkt gekommen, wo spätestens hier geschaut werden muss, hat er eigentlich ansonsten noch irgendwelche Verletzungen, die wir jetzt im ersten vielleicht übersehen haben. Das sind oft einmal kleine Frakturen, vielleicht nur Mittelfußfrakturen, Mittelhandfrakturen, wo man sich denkt, ja, das könnte uns jetzt im Moment relativ egal sein, wenn einmal jemand von Ihnen schon eine Mittelfußfraktur gehabt hat, weiß er, das beschäftigt einen aber über Monate bis Jahre hinweg. Also das sind auch Dinge, die dürfen wir nicht übersehen. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo wir das machen. Und, wie vorhin schon angesprochen, gerade diese Damage-Control-Patienten, wo man begonnen hat mit notfallsmäßigen Operationen, müssen irgendwann weiter versorgt werden. Und auch da ist mit Intensivmedizin immer in Absprache mit den Chirurgen gemeinsam. Wir setzen uns da jeden Tag zusammen und schauen, wann ist der passende Zeitpunkt, um die Versorgung weiterzumachen, wann können wir wieder planen und wann hält der Patient eigentlich mehr aus, als er jetzt das im Moment vielleicht noch tut. Ja, und dazu wollte ich noch sagen, das zeichnet eben dann ein gutes Team aus, so wie wir letztens den Fall hatten mit einem Patienten, der noch eine thoracoskopische OP an der Brustwirbelsäule
erdulden musste. Und der Anästhesist sagt, das geht nicht mehr mit Einlungenventilation. Die Barbara in dem Fall, ich sage, ich kann nicht operieren, wenn die eine Lunge immer dazu kommt. Und im Endeffekt haben sich beide unwohl gefühlt und ihr Bestes gegeben und das hat gut funktioniert. Und genau das soll es sein für den Patienten. Auch die Entscheidung, was ich durchführe, ist ausschließlich eine Entscheidung des Patienten. Es darf nicht Damage Control gemacht werden, weil daheim die Privatordination wartet oder weil der behördliche Corona-Absonderungsbescheid gerade für den Chirurgen gekommen ist. Also das sind keine Gründe, ausschließlich der Patient entscheidet, welche Form der Therapie er braucht. Ganz wichtig ist, wenn wir im Schockraum arbeiten, dass wir uns dann auch regelmäßig evaluieren und von außen am besten unabhängig anhören müssen, dass wir vielleicht gar nicht so gut sind, wie wir glauben. Das ist immer die größte Fehlannahme in der Medizin. Mediziner glauben immer, dass sie unheimlich gut sind. Und wenn man es dann zurückholt auf einen Boden der Realität, dann schaut es etwas anders aus. Und ich glaube, diesen selbstkritischen Umgang, den muss man auch im Schockraum haben. Es läuft auch bei uns bei weitem nicht immer perfekt ab. Wir versuchen so gut wie möglich diesen Schnitt zu halten und wir alle bemühen uns, dass er funktioniert. Aber auch selber im Schockraum macht man immer wieder Fehler. Das ist ein Lernprozess, ein ewiger Lernprozess. Je mehr Erfahrung man hat, desto besser kann man dann wahrscheinlich auch diese Fehler korrigieren oder versuchen zu vermeiden. Ganz wichtig ist deswegen diese konstante Qualitätsüberwachung. Also wir sind auch am Deutschen Traumaregister mitbeteiligt als eine Klinik, die schon seit ganz, ganz vielen Jahren, ich glaube 16, 17 Jahre sind sie jetzt Teilnehmern und wir erhalten jährlich einen Bericht über unsere Polytraumaversorgung. Diese Daten müssen auch eingegeben werden, die müssen gepflegt werden, die müssen eine gewisse Qualität haben, sonst sind sie wertlos. Und wir müssen das auch in regelmäßigen Schurfix dann eigentlich immer wieder besprechen. Teamtrainings sind ganz wichtig, Skilltrainings, wenn man hat, so wie in Graz, die Möglichkeit auf der Anatomie, dann haben wir natürlich sehr viele Vorteile und können vieles auch im Trockentraining machen. Barbara organisiert ja auch immer mit die regelmäßigen quartalsmäßigen Schockraumtrainings mit Fällen und da kann man wirklich schauen, dass man die ganze Mannschaft da einmal im Jahr durchschleust. So ist es. Und jetzt haben wir euch mögliche erzählt über Dinge, die wir da so machen und wie man sie gut machen kann und wie man sie schlecht machen kann. Jetzt möchten wir euch nur ganz kurz ein paar Beispiele bringen von eben Patienten, die eigentlich alle in diesem Jahr bei uns aufgeschlagen sind, die einfach zeigen teilweise, welche Wege wir mit unseren Patienten so beschreiten. Und der erste Patient, von dem wir euch gerne erzählen möchten, ist ein 30-jähriger männlicher Patient, der bei Arbeiten in einer Lagerhalle aus ungefähr 5 Metern rücklings abgestürzt ist. Das war glücklicherweise auch noch mitten in der Nacht, immer eine Zeit, wo sich noch weder der Notarzt sehr darüber freut, noch wir uns sehr darüber freuen, wenn das passiert. Aber das Trauma hat halt leider keine Ordinationszeit, muss man sagen. Der Patient war initial mit GCS 15 zu beurteilen, also war eigentlich völlig wach. Sein Kreislauf war, als der Notarzt eingetroffen ist, draußen noch völlig stabil. Was man schon gesehen hat, er hat eine große Rissquetschwunde links am Kopf gehabt, die wirklich stark auch geblutet hat. Und er hat massive Schmerzen angegeben im Bereich der Lendenwirbelsäule, im Bereich von Thorax und der Schulter. Der Notarzt hat das gemacht, was absolut adäquat war. In diesem Fall hat er einen Venenzugang gelegt und hat dem Patienten Schmerzmittel zukommen lassen und dann gesehen, okay, Traumamechanismus zeigt mir trotzdem, ich muss dorthin, wo ich hin soll und hat bei uns vorangekündigt, eben ein Sturz aus großer Höhe mit Verdacht auf Schädelhirntrauma, aber der Patient ist wach ansprechbar und hat einen stabilen Kreislauf. So lang war er dann eigentlich gar nicht unterwegs mit dem Patienten. In Summe war die präklinische Zeit eigentlich weit unter einer Stunde. Aber bis der Patient bei uns im Schockraum angekommen ist, und das ist dem Notarzt auch unterwegs schon aufgefallen, ist er eigentlich zunehmend hemodynamisch instabil geworden. Bei uns aufgeschlagen ist er dann mit einer Herzfrequenz schon von 130 Schlägen pro Minute und einem systolischen Blutdruck von gerade mal noch so 90 mm Hg. Und man hat schon gesehen, auch klinisch, dieser Patient ist schwer zentralisiert, er ist schon komplett blass, hat eine deutlich verlängerte Rehkapzeit. Von seiner Bewusstseinslage hat sich eigentlich im Wesentlichen nicht viel geändert. Natürlich Schocksymptomatik, natürlich Analgesie erhalten. Und was haben wir natürlich gemacht? Unser ABCDE durchgeschaut und im IFAST gesehen, der ist nicht nur klinisch instabil, der hat auch massiv freie Flüssigkeit im Bauch, wie man das eben so schön auf seinem Ultraschallbild da sieht und hat sofort eigentlich einen Weg eingeschlagen und gesagt, okay, noch eine große Leitung, Zyklocarbon und gehen wir jetzt schon Vollgas nach dem Motto.
war dann eigentlich recht rasch im OP, ist dort eben parallel schon während sein Bauch noch gewaschen worden, ist noch Narkose eingeleitet worden und es ist dann recht schnell eine Laparotomie erfolgt, wo sich eben gezeigt hat, dass die Milz komplett zerrissen war und offensichtlich durch diesen Aufprall am oberen Milzpol völlig zerrissen ist. Hat dann von uns im Operationssaal nebst der Versorgung durch den Chirurgen, der sofort das Splenektomie gemacht hat, einiges trotzdem an Blutgerinnungsprodukten und auch einiges an Blut bekommen, in dem Fall glücklicherweise sein eigenes Blut, das wir einfach durch ein autologes Transfusionssystem aufgefangen, gewaschen und ihm wieder zurückgegeben haben, weil wir natürlich nicht gewusst haben, dass ob der Patient jetzt wirklich im Schädel größere Verletzungen hat oder nicht, ist natürlich trotzdem wichtig, konstant die Pupillen zu überwachen und eine neuroprotektive Narkoseführung durchzuführen. Aber was wir gesehen haben, sehen wir ganz oft, wenn das wirklich jetzt so einfache Organverletzungen sind, die dann trotzdem arteriell bluten, ist in dem Moment, wo das Übel behoben ist, stabilisiert sich der Patient meist ganz, ganz schnell. Das heißt, vom OP ist es dann zurück eigentlich Richtung Schockraum gegangen. Wir haben unser Damage Control gemacht und ihn dann durchs Polytrauma-CD einmal geschoben und dann gesehen, okay, das im Schädel hat glücklicherweise keine intrazerebralen Verletzungen, aber doch eine anständige Impressionsfraktur, hat auch eine Serienrippenfraktur auf der linken Seite gehabt mit einem ganz kleinen Hämatothorax und auch die Bauchspeicheldrüse war durchwegs auch anständig beleidigt durch diesen Sturz. Und daraufhin hat man sofort Kontakt mit unseren Neurochirurgen aufgenommen und gesagt, hey, das müsste man eigentlich heben, ist sofort wieder in den Operationssaal gegangen und dann halt quasi in weiterer Folge, weil er war ja eigentlich völlig stabil, diese Versorgung ganz schnell hinten an weiterzusetzen. Nach dieser Operation, wo der Patient, wo einfach diese Schädeldecke wieder aufgehoben wurde, das schön operiert worden ist, ist der Patient auf die Intensivstation gekommen und von oben bis unten durchgecheckt, wie eben vorhin gesagt, ein bisschen haben wir die Gerinnung noch ausgeglichen, aber ist am gleichen Tag noch aus der Narkose aufgeweckt worden, ist extubiert worden, war dann noch ein paar Tage bei uns zur guten Schmerztherapie auf der Intensivstation, hat ein bisschen eine konservative CPAP-Therapie erhalten, weil einfach schmerzbedingt das Atmen schwer war, ist aber eigentlich, muss man sagen, relativ rasch nach 10 Tagen, wieder in sehr gutem Zustand nach Hause entlassen worden. Also man sieht, dieses Damage-Control-Prinzip heißt nicht immer zwingend, dass ich das ewig lang hinziehe. Es ist nur, ich muss einmal das Übel beheben. Wenn mir mein Patient danach zeigt, er ist völlig stabil, kann ich dann vielleicht auch gleich einmal weitermachen, so wie bei diesen Patienten. Ja, im Gegensatz dazu haben wir also das Pendant zu Damage-Control. Ist also dieser Patient, ein 59-jähriger männlicher Patient, mit einem Forstunfall, der zwischen zwei Baumstämmen eingeklemmt wurde, vom Hubschrauber zutransferiert wurde mit einem noch stabilen Kreislauf, aber doch schon deutliche Probleme in der Oxygenierung bzw. in der Respiration, ist dann aufgrund dessen dann intubiert worden, bereits präklinisch. Man hat dann auch Thorax-Sauc-Drainagen eingelegt und hat am Transport dann gemerkt, dass der Patient eigentlich immer instabiler wird und entsprechend war auch angekündigt, ein intubierter werdender Forstunfall, hochgradig dann instabil bereits in den letzten Minuten des Fluges. Ankunft dann im Schockraum, es war eine gute Vorankündigung, das heißt, wir konnten uns auch entsprechend vorbereiten, es wurden bereits die Blutkonserven in den Level 1 eingespannt. Man hat hier dann innerhalb von kürzester Zeit dann gleich eine Reperfusion von Blutkörperchen. Patient ist bei Aufnahme auch hämodynamisch entsprechend den Kriterien instabil gewesen, systolischer Druck nur noch bei 75 mit einer Herzfrequenz von 120. Man hat dann eine Neuanlage des Thorax-Trains durchgeführt und auch da sind dann mal gleich initial 600 ml Blut aus der Drainage herausgekommen. Man hat dann gleich mit dem Massiv- oder Massentransfusionsprotokoll begonnen, weil eben einfach hier die Diagnostik immer der Therapie hinterherhinkt und auch das Tag eigentlich nur ein Abbild von vor 10 Minuten oder 15 Minuten ist. Das heißt, man muss hier mal blind anfangen und man hat einmal in der IFAS keine freie Flüssigkeit festgestellt. Deswegen die logische Konsequenz, Patient hat Polytrauma-CD. Er hat sich dann mit dieser Therapie deutlich gebessert, Laktat ist wieder gesunken. Man hat dann in der Bildgebung gleich gesehen, wo das Problem ist. Wenn man sich hier diese Wirbelsäule ansieht, sieht man dann auf Höhe des Sternums diese C-Verletzung, also eine komplett durchgerissene Wirbelsäule mit auch zu erwartbarer Neurologie. Man sieht hier auf der rechten Seite auch in der 3D-Rekonstruktion des Thorax einen Flail Chest, der Patient also mit atypischer Mechanik, Atemmechanik dann auch intubiert, hat man schon gesehen, dass das alles instabil ist. Und hier oben sieht man diese Doppelkontur um die Aorta herum, also eine Locotypico-Aorten, perfekt, ja, man sieht das da oben, eine Aortendissektion
Und man hat sich dann entschlossen, im OP aufgrund der doch mittlerweile stabilen Situation des Patienten mit sich fast normalisierenden Laborwerten, pH, Basic Cess und so weiter, alles in positive Richtung sich entwickelt, im Hybrid-OP gleich einmal den Aortenstent einzubauen. Interventionelle Radiologe hat hier schön diesen Stent drüber gesetzt über die Dissektionsstelle. Er war danach auch stabil. Die Blutung hat sich, oder die hämodynamische Situation hat sich durch den Stent auch noch massiv verbessert, sodass wir beschlossen haben, gleich im Hybrid-OP auch die Wirbelsäule zu versorgen, die ja auch protektiv aufgrund der Instabilität für den Stent dann verantwortlich ist. Und wir haben den Patienten auch hier dann mit der dorsalen Instrumentierung ausversorgt. Man sieht auch links bereits diesen Stent liegend und daneben die dorsale Instrumentierung. Und der Patient hat sich relativ rasch erholt. Sein Problem im weiteren Verlauf war dann noch die respiratorische Situation, weshalb wir uns entschieden haben, auch die Klavikel und die Rippen zu verplatten, um auch diese Flail-Chest-Situation zu beheben. Und damit ist der Patient dann relativ stabil geworden, konnte bald intubiert werden und schlussendlich dann auch auf Reha weiterversorgt werden. Es hat sich dann noch eine milde neurologische Restsymptomatik gezeigt. Also wie gesagt, das war jetzt eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass man durchwegs auch einmal Patienten zu Beginn eigentlich schon völlig fast ausversorgen können, wenn man mit dem passenden Management arbeitet. Ein bisschen wieder in die gegenteilige Richtung, der nächste Patient, ein 55 Jahre alter Motorradfahrer, der im Bereich der Hochsteiermark mit einem BKW kollidiert ist, primär draußen, aber noch bei Eintreffen des Notarztes mit einem GCS von 14 eigentlich keine wesentlichen Einschränkungen seines Bewusstseins gezeigt hat, aber schwer hämodynamisch instabil schon vor Ort war. Nach allen Regeln der Kunst hat der Notarzt das perfekt gemacht, hat ihn intubiert, weil eben links doch deutlich abgeschwächtes Atemgeräusch hat er in auch gleich links thorakozentiert vor Ort, hat adäquat Zugänge gelegt und einen Beckengurt sofort hinaufgetan und dann ihn einzupacken und bei uns vorankündigen als schweren Motorradunfall mit Verdacht auf eben ein schweres Beckentrauma, das der Notarzt draußen schon festgestellt hat. Der Patient ist intubiert, beatmet, aber eben Kreislauf instabil. War dann bei uns im Schockraum tatsächlich, hat sich genauso gezeigt, wie es denn war. Er war hämodynamisch instabil, er war tachykard, er war hypotensiv, er hat Zeichen der Zentralisation gezeigt. Wir haben natürlich auch da unsere 5 Bs von vorhin abgesucht und im Brustkorb etwas Wesentliches gefunden, muss man sagen. Im Bauchraum interessanterweise auch bei diesem Patienten initial eigentlich das I fast negativ, also keine freie abdominelle Flüssigkeit, aber wie man auf diesem Bild da recht gut sieht, ein nicht ganz unbedingt beträchtliches Beckentrauma, muss man an dieser Stelle erwähnen, das eigentlich nicht nur am Röntgenbild so ausschaut, sondern eigentlich auch eine offene Beckenverletzung war. Daraufhin natürlich nach unserem Algorithmus gehandelt, wie wir es denn sollten, sofort mit der Massivtransfusion begonnen und weil gerade das Becken ein schönes Beispiel dafür ist, dass man eben so eine Ballonakkresion der Aorta machen kann, haben wir schon begonnen, zumindest einmal die arterielle Schleuse dafür zu legen. Er hat sich aber anfänglich mit den Maßnahmen ganz gut stabilisiert. Man sagt, mit Transfusion ist das ganz gut gegangen, also müssen wir sowieso ins CD, weil im Becken haben wir manchmal dann alle zusammen doch lieber gern ein bisschen mehr Diagnostik, weil wir nicht wissen, blutet da arteriell, was muss ich interventionell etwas machen und wie schaut es da drinnen wirklich aus. Und nicht zuletzt bei negativem abdominellen Fast war jetzt die Indikation, sofort in den OP zu fahren, so nicht gegeben, weil er sich ja auch ein bisschen stabilisiert hat. Und was haben wir da gesehen? Tatsächlich durchweg Serienrippen auf beiden Seiten, interessanterweise auch doch eine nicht unausgeprägte Milzlazeration und eine Leberlazeration und eben dieses wirklich komplexe, drittgradig offene Beckentrauma, wo eben der Verdacht eines Abrisses der Arteria iliaca auf der linken Seite bestanden hat. Natürlich dauert so ein Polytrauma-CD seine Zeit lang und in der Zeit kann man auch nicht optimal transfundieren, weil wir nicht so gut zum Patienten hinkommen und es ist wieder einfach aufgrund der kontinuierlichen Blutung zur hämodynamischen Instabilität gekommen, wo aber man Gott sei Dank gut vorgearbeitet hat, muss man sagen, und mit liegender Schleuse eben die Reboa gesetzt worden ist. Der Ballon ist eben in der Zone 3 und drüben seht ihr ja mal kurz am Bild, welche Zonen man das so in die Aorta unterteilen kann. Also eigentlich hat der in seinem Ballon recht weit unten bekommen, weil man eben sagt, gerade überhalb von dem Gefäß, das abgerissen ist, und es war ein Instant-Effekt da. Der Patient hat sofort sich eigentlich hämodynamisch völlig stabilisiert, einen normalen Blutdruck gehabt, die Katecholamine, die gelaufen sind, sind alle eigentlich fast wieder waren weg in dem Prinzip und man hat ein bisschen Zeit gewonnen, ein bisschen aufzusubstituieren.
Man hätte vielleicht den Eindruck gehabt, das wäre jetzt vielleicht jetzt die Stabilisierung gewesen, muss man sich aber eigentlich überlegen, ist er nicht, weil eigentlich haben wir jetzt nur gerade die Aorta ausgeklemmt, also nichts mit stabil in dem Sinne, eigentlich gehört das Motto, heißt nach wie vor Damage Control bei diesen Patienten. Und im OB, da war noch nicht der Paul, kann ich euch erzählen, was passiert ist. Ja, die Entscheidung war dann relativ einfach, also man hat bereits im CT gesehen, dass auch massiv frisches Blut um diese vermeintliche Abrissstelle vorhanden war. Das heißt, wir haben uns sofort einmal für einen retroperitonealen Zugang, komplette Laparotomie und dann zuerst immer retroperitoneal schauen, also aufsuchen der Gefäßgabel. Der Ballon hat uns Gott sei Dank die arterielle Situation komplett geklärt, also wir haben keine Blutung innen gehabt. Wir haben dann die Externe gefunden, die Externe innerhalb von 3 Minuten geklemmt und komplett abligiert. Die Interne war noch vorhanden und wir konnten dann durch das schrittweise Ablassen des Ballons bereits interoperativ gleich schauen, ob die Versorgung dicht war. Dadurch natürlich gemeinsam mit der offenen Beckenverletzung die Entscheidung zur Hemipelvektomie. Also es gibt relativ wenige Leute auf der Welt, die solche Eingriffe bis jetzt noch überlebt haben. Im Endeffekt war das, glaube ich, eine richtige Entscheidung. Gemeinsam mit Reboa hat dieser Patient, der wirklich bereits dann in Extremis war im OB, das gerade mal so überlebt. Wir haben dann noch einige Nachoperationen machen müssen. Wir haben im OB dann die Leber und Milz auch noch mit versorgt. Und schlussendlich ist dann erwartungsgemäß auch im Bereich der Glutealmuskulatur dann sekundär noch die Interna thrombosiert und dann noch hier auch es zum Rekrosen gekommen. Schlussendlich ist es allerdings gelungen, dann das Ganze plastisch zu decken mit Spalthaut und der Patient ist mittlerweile schon in Doppelbad und ist auf Rehab, kann derzeit mit einem Korb sitzen, auf einem Bein kann er bereits gut gehen mit Achselstützkrücken und der Patient hat es ohne weiteren zerebralen Schaden überstanden und wir versuchen auch dann in Zukunft dann noch einen regenerativen Eingriff, also eine Rekonstruktion des Tuba durchzuführen, dass er zumindest dann auch ohne Hilfsmittel in Zukunft sitzen kann. Also insgesamt, glaube ich, durchaus ein Fall, wo man, glaube ich, ohne den Reboa relativ schlecht dagestanden wäre und der Patient eigentlich relativ wenig Chancen gehabt hätte, das Ganze zu überleben. Gut, und damit möchten wir euch ein paar Dinge einfach, jetzt haben wir euch gezeigt, was machen wir da eigentlich im Schockraum so, was können wir auch beweisen an unseren Patienten, läuft er denn tatsächlich bei uns herinnen. Was dafür ganz wichtig ist, um euch zu sagen, ist, das, was wir brauchen, damit das Ganze funktioniert, ist eine gute Teamstruktur, ist eine gute Kommunikation, wie überall, das ist wirklich essentiell. Dafür haben wir auch unser CABCDE, dass wir wirklich als gemeinsame Sprache in dem Fall auch verwenden, dass wirklich jeder immer weiß, wovon er spricht, aber auch als Schnittstelle in die Präklinik hinaus, dass das wichtig ist und dass halt alle Therapieentscheidungen, die wir hier treffen, gemeinsame Therapieentscheidungen sind. Das ist das, was wir euch von unserer Seite über uns erzählen wollen. Was wir gerne für draußen mitgeben wollen, ist einfach die Disposition. Paul hat es euch ganz kurz vorgestellt. Diese Pocket Cards bringt die richtigen Patienten in das richtige Krankenhaus. Diese natürlich auch Anfrage jederzeit auch bei uns erhältlich, dass wir sie ausschicken. Eine Übergabe von Patienten soll nach einem standardisierten Schema ablaufen, weil für uns ganz viele Therapieentscheidungen davon abhängen. Also diese Schnittstelle ist schon wirklich wichtig. Und dieses Qualitätsmanagement, wie es der Paul angesprochen hat, wie wir es bei uns machen, nachdem wir jetzt ja da den Vorsitzenden des Traumanetzwerks Steiermark bei uns erinnern haben, werden wir vielleicht auch hoffen, dass wir das Qualitätsmanagement ein bisschen weiter ausweiten, auch auf die Präklinik, auf andere Traumazentren, wo wir natürlich auch jeden gerne einladen, einmal bei uns gerne auch zu hospitieren, vorbeizukommen, wenn denn mal Corona vorbei ist natürlich, oder auch mit ihnen Konzepte erarbeiten, wie wir vor Ort in anderen Schockräumen vielleicht bei Trainings und so helfen können, aber auch für Notärzte natürlich immer ein Qualitätsfeedback bieten können. Ja gut. Super, ich glaube, das war es einmal von unserer Seite. Gell? Ich denke, jetzt ja, wichtig ist, stehen wir verkehrt, ja, Mr. Burns haben wir auch nicht mehr im Schirm. Ganz wichtig ist eben zu betonen, es geht nur im Team. Also die Zeiten von Einzelkämpfern sind vorbei und es ist ganz wichtig, dass man auch im Schockraum versucht, den möglichst stimmiges Team zusammenzubekommen. Also es ist dort nicht der maximale Einzelgladiator gefragt, sondern es ist wirklich dort eine entscheidungsfreudige, aktive Mannschaft, wo es in die eine oder andere Richtung immer wieder ein bisschen ein Lead gibt. Die braucht man dort
Und dann hat man, glaube ich, die besten Karten in der Versorgung für den Patienten. Absolut. Aber ich habe gerade ein paar Fragen da hineinbekommen. Ja? Vielleicht kannst du da auch gleich ein paar mit beantworten oder beantworten. Der Matthias Grünewälder hat uns geschrieben, neben Rebore, welche doch eine gewisse Erfahrung des Anwenders benötigt, wird ja aktuell das abdominelle Aortentourniquet als einfache anzuwendende Device diskutiert. Wie stehen wir dazu? Sehen wir Einsatzindikationen? Alleine aufgrund des Traumas, das von außen zusätzlich gesetzt wird, dass man aus Studien weiß, dass man niemals den adäquaten Druck zusammenbringt, um da wirklich mit einer Ballonokklusion der Aorta konkurrieren zu können, eigentlich nicht. Also sehe ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, muss ich sagen, aus allen Evidenzdaten, die man eigentlich so im Kopf auch hat, dazu eigentlich wenig Anwendung dafür. Das wäre meine Meinung dazu, muss ich sagen. Ich kann mit dem auch nur anschließen. Ich glaube, im Schockraum hat es weniger etwas verloren. Ich glaube, die Rebore-Anwendung ist relativ einfach. Es ist das Schleusenlegen relativ simpel. Man kann das ganz gut mit Simulatoren und auf der Anatomie üben. Es ist überhaupt keine Hexerei. Der Ballon wird auch blind aufgeblasen. Man kann ihn, wenn man Bildwandel hat, mit Kontrastmittel aufblasen auf 8 cm und dann, je nachdem, in welcher Zone man ihn braucht, einfach so weit weiterfüllen, bis man einen messbaren Druckabfall bzw. Anstieg vor oder nach dem Ballon hat. Ich glaube, der abdominelle Tourniquet hätte eventuell eine Stärke im präklinischen Bereich, wenn ich dieses Tool nicht mit habe und der Patient quasi in einer quasi Reanimationssituation ist. Da gibt es ein paar Daten. Ich glaube aber, die praktische Anwendung ist doch nicht sehr verbreitet und ich glaube auch, dass wir in einer Klinik bessere Alternativen einfach mit dem Rebore-Ballon haben. Vor allem da haben wir auch die wissenschaftlichen Daten und die Evidenz, die also über die Feldschweineversuche und so weiter hinausgehen. Zweite Frage, kannst du vielleicht auch gleich was dazu sagen, durch welches Fachgebiet erfolgt die Rebore-Installation im Schockraum? Das ist tatsächlich, das ist gemischt. Das machen natürlich in erster Linie sind Anästhesisten diejenigen, die sonst gerne irgendwo in Gefäße hineinstechen. Ist aber nicht so, als wäre das nicht etwas, was wir oft einmal gemeinschaftlich machen, dass wir Zugänge, wir haben tatsächlich einmal eine gemeinsam sogar gelegt, muss man sagen. Also es wechselt bei uns. Es ist tatsächlich nicht so, dass das jetzt fix nur einer macht, dass das so wie in anderen Häusern der Radiologe die Schleuse legt, ist bei uns eigentlich absolut unüblich. Also es gibt es eigentlich gar nicht. Das machen wenn dann eigentlich die Anästhesisten oder auch hin und wieder die Traumatologen, muss man sagen. Also wir schauen eigentlich, dass jeder im Schockraum, der nichts zu tun hat, eine sinnvolle Tätigkeit macht und einmal macht den Handkatheter, der Chirurg, einmal der Anästhesist, wenn die zu zweit da sind und am Atemweg wenig zu machen ist. Wenn wir gerade nichts zu tun haben, wird die Schleuse gelegt. Also man sollte wirklich schauen, dass man seine Teammitglieder im Schockraum erstens kennt, weiß, was die ungefähr können auch und dann eben entsprechend optimal einsetzt und dass niemand darum steht und Däumchen dreht. Und irgendwelche Medox-Befunde sind aber durchwegs Maßnahmen, die wir aber auch gemeinschaftlich trainieren. Also diese Skill-Trainings, was die Rebore betrifft, sind wirklich Dinge, da schicken wir nicht eine Disziplin hin, wie wir da auf der Anatomie auch waren und dann auch Lehrvideos davon gemacht haben. Das ist tatsächlich so, dass wir das auch gemeinschaftlich machen, um dann halt wirklich in dem Moment die Ressource, die frei ist und geschult ist, darauf einfach nutzen können. Und dass man einfach das mit breiterer Ausbildung natürlich sind die Möglichkeiten größer, wer das dann machen kann. Hast du noch Fragen? Ich schaue mal noch. Vom YouTube-Kanal. Wärmeerhalt, der hat eine Frage von Stefan Innerkofler. Bezüglich Wärmeerhalt hat er eine Frage aus der Praxis, wie wir den Wärmeerhalt am Transport bzw. im CT gestalten. Da haben wir tatsächlich auch lange gekämpft damit, muss man auch ganz ehrlicherweise sagen, weil eine Transfusion von gewärmten Infusionen geht leider bis dato nur mit dem Equipment, was wir haben, am Strom. Das kann man am Transport und im CD eigentlich nicht brauchen. Genauso wie ein Bärhager, also so Konvektionswärmedecke, was wir seit ein paar Jahren jetzt bei uns im Schockraum haben, sind so selbst auf herzheizende Wärmedecken, so Ready-Heat-Decken, die am Patienten am Transport oben bleiben, die im CD auch oben bleiben, wo am Anfang ganz große Sorge auch von unseren Radiologen war, wenn dort etwas liegt, was eventuell auch was Metallisches, etwas sehr Röntgendichtes hat, dass das ein Problem sein könnte, haben aber mittlerweile ganz oft gesehen, dass das gar kein Problem ist, muss man sagen, und dass die darunterliegenden Strukturen auch für den Radiologen gut beurteilbar sind. Also das. Ich habe noch eine Frage von der Christina Luis. Letztes Fallbeispiel, wie müsste die Verletzung sein, damit man die Hüfte, das Bein vollständig hätte retten können oder retten kann? Das ist eine ganz schwierige Entscheidung, zumal es ja so ist, dass wir gewohnt sind, in unserem beruflichen Umfeld tagtäglich bestmöglich die
auch den muskuloskeletalen Apparat wiederherzustellen. Und das sind natürlich harte Entscheidungen. De facto muss uns klar sein, der Patient ist im Sterben. Also das sind Patienten, die aufgrund ihrer allgemeinen Situation bereits so viel Blut verloren haben, die also keine weitere Verzögerung mehr oder weniger aushalten. Und man hat die Entscheidung, dass man das Bein dran lässt und dann stirbt der Patient auf Intensiv. Ja, da gibt es meistens nachher auch keinen Kläger. Dann war halt das Trauma so schlimm, dass er verstorben ist. Man muss sich aber dann schon jedes Mal selbstkritisch hinterfragen, ist da alles richtig gelaufen? Und gerade früher hat auch jemand geschrieben, Faktor Human Resources, die meisten, beziehungsweise Human Factors, die meisten Probleme sind ja sozusagen Pilotenfehler, wenn man es umsetzen will in die Luftfahrt. Das heißt, man muss dann eben auch aufgrund der Erfahrung des Wissensaustauschs international Studien beziehungsweise dann schlussendlich auch die Entscheidung des Teams der Vitalparameter sagen, ja, wir geben diesen Patienten eine Chance, auch mit möglicherweise mutilierenden Verletzungen, dafür lebt er nachher. Oder wir sagen einfach, wie bei vielen, die auch das Krankenhaus nicht erreichen, ohne die Qualität der Versorgung zu hinterfragen, der halt einfach am Trauma verstorben. Das ist immer ein einfacher Weg. Die Entscheidung in Richtung eben nicht Erhalt einer Funktion ist schwierig, aber die wird von uns verlangt, gerade an einem Letzttraumaversorgerzentrum, und wir wollen ja mehr Leute retten als in der Vergangenheit. Und das ist noch immer ein fehlendes Bein, ein geringere Übel als zum Beispiel ein hoher Querschnitt, den wir ja auch diskussionslos versorgen.